Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenfiddich IPA. Heißt übersetzt so viel wie intensiv prickelnder Alkohol. Nein, Spaß beiseite, India Pale Ale heißt es übersetzt. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Ist eine Biersorte, die in Schottland, England und Amerika relativ weit verbreitet ist, hat einen höheren Alkohol- und Hopfengehalt wie andere Biere. Glenfiddich hat hier was ausprobiert, und zwar haben sie Fässer an die Speyside Craft Brewery ausgeliehen. Die haben da ihr India Pale Ale eingefüllt. Nach einem Monat das Pale Ale wieder raus, Fässer retour an die Brennerei, und Glenfiddich hat darin, in diesen Fässern, für 3 Monate den Whisky gefinished. Ist quasi eine India Pale Ale Nachreifung. Das Gesamtkunstwerk ist mit 43 Volumenprozenten abgefüllt. Allerdings habe ich keine Info wegen Färbung und Kühlfilterung. Aus Erfahrung, Glenfiddich färbt und Glenfiddich filtert auch kühl. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das hier genauso sein wird. Was ich sehr toll finde bei der Flasche, keine Limitierung. Ja? Oftmals, wenn Brennereien mit Fässern experimentieren, ist die ganze Geschichte limitiert. Wenn das Ding dann auch noch gut schmeckt, sind die relativ schnell vergriffen, die Preise gehen in die Höhe, viele bekommen gar keinen ab und der allgemeine Aufruhr ist groß. Hier ist es nicht der Fall, der hier soll die Standard-Range ergänzen, ist nicht limitiert. Flasche. Ja, die Flaschenform ist jetzt nicht wie beim 12- oder 15-Jährigen. Das ist diese bisschen gedrungenere Flasche, die einen wertigeren Eindruck macht, wie beispielsweise beim 18-Jährigen Small Batch. Die Glenfiddich Range, die habe ich eigentlich von oben bis unten durchprobiert. Ich blende euch oben rechts mal den Link zur Playlist ein. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zur Playlist. Da sind die ganzen Videos aufgeführt. Auch der Korken ist ein Highlight, ne? Hier mit dem Elch. Nein, natürlich ist es ein Hirsch. Glenfiddich heißt übersetzt so viel wie Tal des Hirschen. Und deswegen ist er hier auch auf dem Korken vertreten. Die Flasche ist echt geil. So dieses braune Glas, das macht echt einen wertigen Eindruck. Na, demnächst. Demnächst ist mal wieder Weihnachten. Ein paar von den Dingen einkaufen, verschenken, ne? Preislich, der liegt so bei um die 50 Euro. Der kommt jetzt gerade in Deutschland in den Handel. Drüben auf der Insel gab es den schon im September. Hier läuft er jetzt im Oktober so richtig an. Flasche so um die 50 Euro wird sie sich, denke ich, hier im Markt einpendeln. Vom Aroma her, so ein typischer Speyside, ein typischer Glenfiddich. Hier ist eine deutliche Malznote da. Und von der Fruchtigkeit her Apfelbirne. Also erinnert mich an den 12-Jährigen von der Nase, muss ich ganz ehrlich sagen. Den ich übrigens nicht schlecht finde. Ja, also so Supermarktstandards gibt es deutlich schlechtere als den 12-Jährigen Glenfiddich. Ja, ein bisschen süßes Karamell kommt von den Fässern. Glenfiddich hält sich da relativ verhalten, in was für Fässern der Whisky reifte, bevor er in diesen India Pale Ale Fässern gefinisht wurde. Man munkelt, es waren Ex-Bourbon Fässern, was für dieses leichte Aroma sprechen würde. Denn außer der Malzigkeit und der Apfelbirnenfruchtigkeit finde ich nicht viel. Vielleicht, wenn man weiß, dass es ein derartiges Finish ist, dann findet man auch dieses leicht würzige, ja, hopfige Bier da hinten dran. Aber mit viel Fantasie. Also dann hinten dran liegt wirklich so eine würzige Komponente, die jetzt nicht unbedingt von den Fässern kommt, sondern doch eher vom Pale Ale. Aber würde ich es nicht wissen, würde ich es nicht riechen. Sehr mild, sehr leicht. Erinnert mich an den 12-Jährigen, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Würze. Eine gewisse Malzigkeit, ja, auch eine leichte Würzigkeit. So ein bisschen Birnensaft, was sich mit der Eiche vermischt. Mit der Eiche vermischt. Ja, es gibt so Versprecher, die sind nicht unbedingt förderlich. Und erst im Abgang, jetzt im Abgang, merkt man, in was dieser Whisky gefinisht wurde. Jetzt hier habe ich das Pale Ale, so als hätte ich gerade eins angesetzt und getrunken. Jetzt im Abgang merkt man es deutlich, ja. In der Nase dezent, im Geschmack gar nicht. Wie gesagt, jetzt im Abgang kommt das Pale Ale.
Es wird ein bisschen süßer. Es riecht so ein bisschen so nach Süßkram, so Bonbon-Süßkram. Kommt vielleicht noch sowas leicht Blumiges dazu. Riecht so ein bisschen so nach Rosenblättern. Aber ganz dezent, es liegt so im Hintergrund. Diese Blumigkeit kommt oft bei jüngeren Whiskys mit. Und hier ist es halt so eine Assoziation nach diesen Rosenblättern, Rosenduft. Die Würze ist weg. Vom Finish rieche ich jetzt gar nichts mehr. Der riecht sich jetzt wie ein schöner, leichter, milder, junger Space Rider. Ja gut, lang war dieses Finish auch nicht. 3 Monate ist eigentlich nix. Ja, leicht malzig, leicht würzig, dezent Birne, die sich mit Eiche vermischt. Und dann im Abgang, der nicht zu lang ist, eigentlich eher kurz ist, dann kommt dieses Pale Ale, die Charakteristika von diesem Pale Ale ein bisschen durch, dieses würzig-hopfige Bierchen. Ja, interessantes Projekt, gab es in dem Stil noch nicht wirklich, finde ich interessant. Ich finde es schön, dass Glenfiddich hier experimentiert und das auch in ausreichenden Stückzahlen der Welt anbietet. Es gibt in dieser Experimentserie, wie sie sich nennt, noch eine zweite Abfüllung, den Project XX. Den habe ich auch da, den probiere ich direkt im Anschluss. Auch sehr interessant, was die Herren von Glenfiddich da fabriziert haben. Ich will nicht zu viel verraten. Müsst ihr einfach das nächste Video anschauen, dann wisst ihr mehr. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal, in dem Falle dem Glenfiddich Project XX, wieder einschaltet. Haut rein!